Proteste angeführt. Wie durch ein Wunder klappte dieses Mal die Samtene Revolution und die Rote Partei hat ihnen die Macht überlassen. Natürlich hat sie später beschuldigt, als Spion für die CIA zu arbeiten. Ja, das sind die Gefahren der Demokratie. Aussicht auf Demokratie. Mann, es heißt hohe Aussicht. Mann. Maluki. Irgendwas? Leon, Falken, Finanzgenie. Industrie. Nee. Schleimer, grüne Daumen, Patriot, Streichel Erlasskosten, what the fuck. Schwerstarbeit haben wir schon, dann würde ich vielleicht unbestechlich nehmen, aber weniger Kriminalität und Unternehmergeist. Handelspreis, ich denke, wenn wir jetzt hier sowieso Geld verdienen müssen, dann nehmen wir Unternehmergeist. Sie stammen aus einer großen, aber armen Familie. Um sie zu unterstützen, haben sie im zarten Alter von 15 Jahren ihr eigenes Unternehmen gegründet und es nach und nach zum Erfolg geführt. Dieses profunde Wissen kommt ihnen jetzt zugute, weil es darum geht, Tropicos Produkte auf den Märkten der Welt zu verkaufen. Schwerstarbeit und hatten wir doch noch was? Verwalter. Oder was haben wir hier? Nee, wir nehmen Verwalter. So, weniger Gebäudekosten würden uns auch sehr helfen. In ihrer Welt herrscht Ordnung und es bereitet ihnen Freude, Dinge zu organisieren. Regelmäßig stellen sie die Möbel in ihrem Büro so um, bis es sich richtig anfühlt. Aber sie zupfen so lange an Handtüchern im Bad herum, bis alles schön gleichmäßig aussieht. Natürlich sind sie nie wirklich zufrieden. Aber weniger Gebäudekosten ist ganz gut. So. Einem Milliardär gefällt unsere Inselpräsidentin, der Großaktionär Keith Preston. Ihm gehört das karibische Business. Er hat genug Geld, um darin zu schwimmen. Und wenn er uns etwas davon schicken möchte, dann sollte er es tun. Beginnen Sie mit dem Bau einer Mine in der Nähe von Eisenvorkommen, um ihm zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Bauen Sie eine neue Mine und gucken, wir haben hier zwei Farmen, das heißt, wir können 100 Leute ernähren. Hey, gut, ja gut, dann gucken wir erstmal, haben wir hier Metalle? Mal gucken, was wir da haben, natürlich Rohstoffe, alle Metalle. Oh, als nächstes da hingehen. Dann würde ich vielleicht direkt die Mine, vielleicht hier so herstellen, jawohl. Okay, und was brauchen wir dann? Eine Kirche? Vielleicht erstmal eine Oberschule, weil wir brauchen einen Priester. Dann gucken wir erstmal, wie viel Geld wir dann haben. Wie viel kostet eine Oberschule? Nee, zu viel. Gerade noch zu viel. Wer weiß, wie lang die sind. Na los, meine Bauer Bedo. Ach ja, Hunger, ja, dann esst was. Meine Fresse, wir haben doch nur genug Essen, oder? Haben wir Essen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht nehme ich jetzt auch die Kommis unzufrieden. Sicherheit habe ich doch. So, hier haben wir hier so mittleres Tempo, da kriechen sie nicht so rum hier, so wie die. Das passt viel besser. Boah, draußen liegt der Wind und ich hocke hier drin, das ist bequem. Kosten, mehr Handelspreise, mehr Produktion, ansehen, hier gut. Okay, also wir sind hier auf jeden Fall ganz gut aufgestellt, wenn es hier jetzt gerade um Produktion und so geht. Müssen wir mal schauen, wir könnten das Eisenreich weiterverarbeiten, oder? Müssten. Oder haben wir. Wie hieß denn? Ich mach mal jetzt in Bildung. Ja, Hochschularbeiter. Das heißt, wir könnten uns dann schon mal hier zwei Ärzte haben wir auf jeden Fall auf der Kackinsel hier.
die Insel ist nicht scheiße, ist eine schöne Insel, ja? Isla de Hierro. Erdbeben und sowas. So, Isla de Hierro und so Dinge halt, nicht? Was ist denn das? Ein alter Aztekentempel oder was? Cool. Keith Preston, hier ist meine Karte. Meinen Scheck haben Sie ja schon. Präsident, was Sie Sie haben, was ich brauche. Also, meine anderen Versorgungskanäle wurden von ein paar Menschenrechtsaktivisten unterbrochen und brauche einen neuen Partner. Exportieren Sie 500 Einheiten Eisenerz und wir werden beide noch reicher. Vielleicht wollen Sie auch eine weitere Eisenmine errichten, um die benötigte Menge schnell zu produzieren zu können. Aber das machen wir in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt und ich würde sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.